Das wird unser neues Auto. Ja, es ist ein absoluter Wahnsinn. Ich freue mich schon wie Bolle. Das ist der Palace Alkoven. Das heißt, du hast einen richtigen Palace mit irre Zuladung. Er ist richtig lang. Wie lang ist denn das Ding? Das geht noch nicht mal so durch, dass der Pfeiler nicht stört. 9,40 Meter sind wir hier. 9,40 Meter als 7,5 Tonner. Und die Zuladung ist irre, weil der ist per se leichter wie andere. Das ist einfach von seinem Aufbau her vorne, vom Basisfahrzeug, haben wir ganz normale Transporter-Chassis. Das ist etwas leichter. Das heißt, du hast bei so einem langen Fahrzeug nachher die Möglichkeit, da noch fast mit einer Tonne Zuladung dann immer noch rumzufahren. Es ist ein sehr barrierefreies Fahrzeug, weil du kannst damit auch auf einen ganz normalen Campingplatz fahren. Keiner wird je auf die Idee kommen, dass das ein teures Fahrzeug ist. Ja, der Alkoven wird immer so gesehen, oh cool, das ist immer ein schöner Alkoven, ja. Das ist ein Wohnmobil halt. Das ist ein richtiges Wohnmobil. Die anderen sind Liner. Das hier ist ein bisschen größerer Alpa von Detlefs, oder? Ja, so ähnlich sieht's aus, ja. Ist so, aber da drin steckt ein richtiger Morello, oder? Ein hundertprozentiger. Also ich nehme das zurück, weil ich muss sagen, Detlefs baut, der Alpa ist ja für alleinreisende Paare, ist ein toller Grundriss. Grundsitzgruppe. XXL eben dann, ja. Hier ganz anders. Hier hast du zwei feststehende Betten, du hast eine Mittensitzgruppe, eigentlich ein Grundriss, den kennst du so schon seit 30 Jahren, oder? Das ist Butter- und Brot-Grundriss dann eben auf 7 Meter Basis, gibt es den ja immer noch zahlreich. Aber was wir hier auf 2 Meter mehr an Möglichkeiten haben, ist natürlich toll. Irre ist die Zuladung, das ist eine Option, aber die habe ich dann mitgewählt. Die lackierte weiße Stoßstange, die kommt normalerweise schwarz. Und innen drin haben wir natürlich auch alles gewählt, was geht. Automatikgetriebe, die große Maschine, die Luxusfahrer aus Schwingsitze sind da drin. Also die habe ich mir dann auch noch gegönnt. Aber ansonsten waren wir relativ pragmatisch unterwegs. Wir haben dieses Lithium-Paket haben wir mit reingenommen, was ich relativ wichtig fand. Und er bietet auch schon sehr viel ab Werk. Also es ist schon so, die Rahmenfenster sind mit drin, die alte Heizung ist mit drin. Und ich sag mal, das Ding kommt doch schon relativ gut ausgestattet. Ja, natürlich, das kommt ja so ausgestattet wie andere in Urlaub fahren. Ja. Festtanktoilette Serie. Ja. Also das muss man erwähnen, weil viele Fahrzeuge in dem Bereich keine Festtanktoilette haben. Du hast die großen Stauklappen wie beim Palace, also die volle Höhe. Dann habe ich hier die Jumbos gewählt, also das war mir auch wichtig. Die total praktisch, ne? Vom Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Optik. Ich würde es auch nehmen. Also es sind so Edelstahlrad-Zierfelgen. Ich glaube, da musst du keine Leichtmetallfelgen, das sieht so ein bisschen mehr aus wie LKW. Ich habe immer so aus der Historie heraus immer, denke ich, ja, was ist im Winter? Und Alus und Winter, ich weiß es nicht, ne? Also hier hast du wirklich, der Vorteil ist, du sparst noch 4.000 Euro. Das ist der, wenn man sowas zusammenstellt und der Kunde auf dich zukommt und sagt, naja, ich will jetzt nicht alles drin haben, was ist denn so am sinnvollsten? Die Anhängerkupplung habe ich zum Beispiel reingemacht. Ja, ich würde sie auf jeden Fall mal die Vorbereitung schon mal mitbestellen. Ich könnte sie immer noch nachrüsten, aber eine Anhängerkupplung ist natürlich deutlich günstiger, wenn ich die ab Werk mitbestelle. Guck mal, wenn du hier von hinten drauf guckst, würdest du sagen, das ist ein Alkoven? Nein, ich glaube, beim Überholen würde man dann auf einmal gucken, was ist denn das, ne? Komisch. Und dann gucken die meisten auch ziemlich blöd, weil hier ist kein großes Morello-Logo mehr. Das war früher mal anders. Ja, aber ist auch schön und hat ja auch Wiedererkennung. Morello hat es ja geschafft mit dem Design, dass man auf der Autobahn von 500 Meter sieht, dass man Morello überholt. Sie haben das Design sogar ein bisschen verlängert. Also es war ja mal irgendwann mal geplant, mal ein Update zu machen, aber es kommt so gut an, es läuft so gut und es ist so zeitlos, oder? Es ist wirklich zeitlos. Das ist ja das, wenn du dir mal ältere Fahrzeuge anguckst, die Wiedererkennung ist einfach da. Also 3 kW, Wechselrichter ist mit eingebaut, eine alte Warmwasserheizung ist mit drin. Was ich nie bestellt habe, ist ein Außengasanschluss. Also das war mir nie irgendwie die Sache wert. Und da siehst du 255.900 Euro. Das für ein Palace, und du weißt selber, wenn man den voll macht, bist du beim Palace bei 4,50. Ja. Hier sparst du nochmal richtig viel Geld, weil der Alkoven per se ein bisschen günstiger ist. Genau, das ist mit Sicherheit 30.000, 40.000 Euro günstiger, den Wagen zu produzieren, weil einfach der Umbau vorne nicht notwendig ist. Der Grundriss selber ist absolut kompromisslos. Das werden wir gleich mal sehen, weil du hast die große Aufbautür mit Zahlenschloss mit dabei, beim Palace direkt mit dabei. Du hast die große Höhe der Fächer mit drin und hier siehst du
Da ist jetzt der 32 Zoll Fernseher im Eingangsbereich mit drin. Den habe ich übrigens nicht bestellt, aber ich habe die Vorbereitung bestellt. Das war mir ganz wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten gerne die Fernsehvorbereitung mit drin haben, das geht. Du kannst bei Morello sagen, hätte ich gerne die Vorbereitung, die vor. Da machen die ab Werk schon alles dafür da, das geht. Genau, ist bei meinem Wagen genauso. Ich habe selber keinen Fernseher drin, habe aber einen Auszug von oben nach unten vorbereitet. Ja. Ja, als ich mit Robert das erste Mal das Fahrzeug gedreht habe und dieses Bett gezeigt habe, du hast einen Schlafkomfort vorne wie hinten. Da ist kein Unterschied. Ja, es ist das gleiche Bett, gleiche Untergestell. Ich kann es mal gerade hoch machen, dann sieht man es ein bisschen besser, was unten drunter verbaut ist. Froli. Also so was Ähnliches, so Teller sind mit drin. Tellerfederrost, ja. Ich habe das dunkle Holz bestellt. Das helle steht ihm wirklich sehr gut, aber das dunkle wirkt nochmal ganz anders, eine ganz andere Optik. Wenn du dich mal gerade reinsetzt, bitte, Stefan, sei mal so nett. Du hast hier eine riesen Sitzgruppe mit drin. Ist die Barsitzgruppe Standard? Das ist der Standard, das hier, ja. Das heißt, kein Fuß am Tisch. Genau, das ist der Standard bei dem Grundriss. Es gibt die Möglichkeit, bei dem Grundriss aber auch eine Rundbank zu bestellen mit einem freistehenden Tisch. Okay, aber das hier ist freistehend, das heißt, hier könnte der Hund auch drunter, der könnte hier prima liegen. Ich habe den Fußraumteppich damit bestellt. Hier siehst du, das Ganze ist jetzt hier zugebaut und da ist noch eine Tür mit drin. Das hat einen riesen Vorteil. Du hast natürlich diese riesen Wärmebrücke, Fahrerhaus, die ist komplett weg. Ja, du hast im Winter hier einen geschlossenen Raum, Fahrerhaus ist abgeschottet, Kältebrücke ist weg und du hast hier einfach einen Wohnraum, der komplett autark ist vom Fahrerhaus. Ich zeig das mal gerade. Und wenn du mal das hier wegbaust und dann siehst du, dann kannst du von innen nach außen einfach durchgehen. Wenn die Tür geschlossen ist, dann kannst du durchschauen und du kennst das. Du bist jetzt hier im Winter und du machst hier diese Tür auf und da kommt dir so ein richtig kalter Zug entgegen. Und was noch viel schlimmer ist, du bist im Sommer und du machst die Tür auf und da ist es so bullig heiß im Fahrerhaus mit drin. Das ist unglaublich. Das einzige Problem, muss ich sagen, beim Alkoven, ich fahre ja im Moment einen Alkoven, der ist so handlich, dass du die... Du vergisst die Länge und die Höhe. Ja, du vergisst, du sitzt da vorne drin, denkst, du fährst einen kleinen Transporter, ne? Das ist gefährlich, wenn du durch kleine Straßen fährst, die auch noch schräg sind. Weißt du, das ist echt ein Problem. Aber dann, wie gesagt, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich an wie ein PKW. Es fährt sich so handlich, aber mit fast 10 Meter Länge muss man aufpassen. Also das ist wirklich so. Ja. Super beschrieben. Genauso wie Dankeschön. Also der Fernseher, zeig mal, wie der geht. Nee, ist ja zum Rausdrehen. Stefan, letztes Video für heute. Morgen drehen wir weiter. Stefan Buhr mit dem Versuch eines Alphatronic-Fernsehers der Entnahme. Da Stefan Premium-Vertragspartner von Morello ist und die Schulungen alle besucht hat, ist er auch in der Lage, durch gezieltes Steuern von Intelligenz diesen Fernseher nach bereits 40 Sekunden ohne Vorkenntnisse auszudrehen. Ich glaub, wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht. Das ist doch total easy, ne? Das heißt, an der Seite waren... Ich habe es heute noch am Phoenix gemacht, ne? Da gehst du hier, musst du einmal randrehen. Ja. Randrehen, aber es ist eine andere Technik, Haltung. Die begeistert, ja. Du kannst sie zu dir ziehen, sag mal bitte. Also es geht noch ein Stück zu dir, du kannst sie näher ranziehen, gell? Also... Das heißt, du kannst also den Herrn Lafer beim Kochen zusehen, dann, wenn du in der Küche bist. Komm, ist gut. Ich glaube, das ist das. Aber vielen, vielen Dank, du hast den Spaß mitgemacht. Doppelkolben, Klimaanlage, die kann man nachrüsten. Ich habe also mir einen ganzen Haufen Klimaanlagen besorgt. Warum, kann ich ja auch sagen. Ich habe zwei winzige Klimaanlagen bestellt, aber ich bin die große Ausnahme. Also die meisten machen das genau an der Stelle, wie es hier ist. Das ist eigentlich sehr, sehr gut, die Stelle. Die ist top. Und wenn man sie durchlaufen lässt, dann ist abends auch schön kühl. Gerade das Thema Entfeuchtung, du kennst das, wenn es so klamm ist, gell? Das ist ja der Haupteffekt, ne? Sollen wir noch einmal den Fernseher machen? Komm, wir machen noch einmal. So, wir tun jetzt mal so auf die Plätze fertig, los. Also ist total easy hier. Total easy. Einfach so machen, ein bisschen raus, rum und schon fertig ist es. Boah, hier ist ein bisschen schief. Aber trotzdem, ich glaube dir, das geht. Also wenn man es einmal gemacht hat, dann passt das. Aber wir wollen doch Aufmerksamkeit in den Gruppen, in den Foren haben. Leiten, Pech und Pannen, ja. Nicht so schlimm. Ist das die Standardküche? Das ist jetzt Standardküche, ja. Die ist schön. Ja. Die ist schön breit. Du hast den Platz, das ist der Vorteil. Mhm. Also das ist schon mal riesig. Auf der anderen Seite hast du hier den Tower, oben mit dem Inverter, der Mikrowelle mit Grill. Und ja, das ist richtig schön. Viel Platz.
Und was natürlich ein echtes Highlight ist, ist dieser Schrank hier auf der Seite rechts daneben, der noch ein kleines Schwesterchen hat, weil genau, wenn du mit so vielen Leuten fährst... Das ist das Praktische hier, ne? Weil wenn du normal diese Grundrisse auf 7 Meter hast, da fehlen ja irgendwann die Kleiderschränke mit 4 Leuten, ne? Oder mit 6 Leuten. Ne? Also jeder Tabat-Wohnwagen hat dann mehr Kleiderschrank wie die größten Liner dieser Welt. Und das ist manchmal schon ein bisschen komisch, geht aber nicht anders. Ja. Durch den Alkoven hast du natürlich ein Raumgefühl hier drin, jetzt ohne Witz, wie in einem 12-Meter-Auto. Das ist, weil du hast ja oft 12-Meter-Autos, geht nicht, wegen der Fahrradgarage hin sind die kürzer. Und wenn du hier drin liegst und nach vorne durchguckst, ich zeige euch das mal, ja. Geh mal ganz durch, Stefan. Das ist so abartig groß, das Auto. Das ist, wenn du jetzt noch ganz hinten drauf wärst auf dem Bett, dann wärst du ja noch tiefer. Du musst jetzt nicht hochgehen. Aber du hast das Raumbad mit drin, da kannst du dich richtig bewegen. Also für mich ist das eigentlich konkurrenzlos. Trotzdem genießt der Alkoven eigentlich nicht überall die Aufmerksamkeit, die ihm verdient wäre. Weil viele sagen, das ist kein Liner, da fehlt mir vorne die Bus. Aber ist jeder, wie er will, oder? Das ist jeder, wie er will. Und wenn du die Schlafplätze dauerhaft brauchst, spricht ja alles für einen Alkoven. Ganz viele Leute, weißt du, was die machen? Die kommen am Campingplatz, haben einen Liner mit großer Scheibe. Was machen die? Scheibe zu, fahren die Jalousie hoch. Und ganz ehrlich, dann ist das hier die bessere Lösung. Du hast Riesenfenster und gerade die Leute, die sich nicht reingucken lassen wollen. Hier hast du doch Privacy. Also hier bist du doch ganz alleine. Ja. Okay, also wir zeigen das mal. Festtanktoilette mit drin von Tecma. Die Tür lässt sich schließen, der Fernseher hier auf der Seite. Besser geht's doch nicht, Stefan. Das hier ist ein richtiger Palace, allerdings ein gutes Stück günstiger, ein gutes Stück größer. Der Grundriss kann maximal ausgenutzt werden und das Fahrerhaus ist getrennt. Also, und du hast weniger Aufmerksamkeit auf dem Campingplatz. Also das ist bewiesen, wenn du mal zum Alkoven kommst. Also ich habe Kunden, die sind damit gerade in Portugal unterwegs und die haben so viel Aufmerksamkeit, weil jeder kommt und sagt, wie cool ist denn das, ne? Soll ich dir mal was zeigen, was einer zu mir gesagt hat? Komm mal mit, der ist beim Alkoven, die gehen mal raus und dann zeige ich euch das mal gerade. Also das ist nochmal die Sitzgruppe, dass ihr sie nochmal komplett habt. Da oben habt ihr den Alkoven mit drin. Der stand hier und... ich fahr ja im Moment ein anderes Fahrzeug, was aber genauso hoch ist. Ja, ein bisschen höher wegen dem Allrad. Der stand hier und ich war Alpencamping Nenzing. Ja. Und der Alkoven, dann stand er so davor und hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Gesagt, und da hat er mich gefragt, wie hoch ist denn das Ding? Mhm. Und da sagt er zu mir, da habe ich gesagt, ja, das ist 3,80 Meter hoch mit den Aufbauten, 3,70 plus Aufbauten. Und hat er gesagt, ja, das stimmt. Jetzt, wo ich sehe, also das ist doch, es sieht von außen aus wie ein normales Wohnmobil mit dem Alkoven. Du kennst doch immer diese Hinweisschilder, wenn es um Wohnmobil geht hier auf der Messe. Die haben immer einen Alkoven abgebildet. Das ist Wiedererkennungsmerkmal von einem Wohnmobil einfach, ja? Ja, also hier hast du ein ganz normales Wohnmobil, trotzdem einen echten Morelo. Und als der eingeführt worden ist, hat er direkt 500.000 Abrufe bekommen. Also ein richtig tolles Ding. Und das Ganze könnt ihr unter anderem erhalten bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Sehr schön. Du bist einer von ganz vielen Fachhändlern, die hier auf der Messe sind. Aber wir haben uns hier getroffen. Das hat einen besonderen Grund, denn grüß dich, wir drehen gleich zusammen. Wir gehen gleich zu Niesmann. Ja, ich hab schon gehört. Das machen wir auch. Stell dich mal vor. Hier ist übrigens mein Gebiet, wollte ich dir noch sagen. Sau geil. Ja, ich wollte hier aber nicht reincrashen bei euch jetzt gerade. Du bist einer der Geschäftsführer von Fairegge und Wels und ihr seid auch Morelo-Partner. So sieht das aus, genau. Christian Karp und ja. Ja, wir gehen jetzt rüber zu Niesmann, drehen ein bisschen und drehen noch Nachmittag mit. Wir müssen aber hier über Niesmann immer leiser reden, weil wir ja bei Morelo sind. Niesmann. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, Niesmann auch eine tolle Marke, ganz anderes Konzept. Ja, also sehe ich nicht als direkten Wettbewerber, ist eine andere Käuferschicht und sehe ich auch einfach als... Zubringer. Nein, so würde ich es nicht ausdrücken, nein, aber es spricht ganz andere Leute an. Ja, ja, ich sag nur Eifelgrau. Eifelgrau, ja. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind am Stand von Morelo. Heute ist der 31. August 2023. Hier ist German Television. Abonniert unseren Kanal. Tschüss.